Mao Zedong mit 44, eine absolut historische Aufnahme, erklärt Kurator Peter Pfrunder. China lag mit Japan im Krieg und alle Fotoreporter wollten den damals schon berühmten Mao treffen. Walter Bossart kannte sehr einflussreiche Leute. Er hat sich ein Empfehlungsschreiben ausstellen lassen von einem der wichtigsten Parteifunktionäre. Und damit ist er zu Mao gekommen. Gedreht hat Bossart auch die vermutlich ersten Bewegtbilder des Gründers der Volksrepublik. Die Bedeutung der Aufnahmen erkannte Pfrunder, als er sie Chinesinnen und Chinesen zeigte. In der Regel lachen sie, finden das komisch, lustig, dass diese versteinerte Figur, die sie in unzähligen Monumenten auf öffentlichen Plätzen in x-facher Form immer sehen, dass diese versteinerte Figur doch auch ein menschliches Antlitz hat. Das ist etwas ganz Erstaunliches für viele. Gearbeitet hatten die Fotoreporter alle für Illustrierte. Sie waren das neue Medium der damaligen Zeit. Die Illustrierten waren so etwas wie das Fernsehen vor dem Fernsehen, weil sie in Bild und Wort eben große, wichtige Informationen vermittelten. Walter Bossart war ein Meister des Fotojournalismus. Er hat schon früh gelernt, mit Kamera und schreibend eben Informationen zu vermitteln. Und damit erreichte er ein Millionenpublikum. Doch die Konkurrenz war groß. Dieses Bild zum Beispiel stammt von Bossarts Freund und Rivale Robert Capa. Capa inszenierte seine Bilder dramatischer, heroischer. Doch die Mao-Aufnahmen von Bossart waren die Sensation. Sein China-Werk hat deshalb letztlich mehr Gewicht. Bossart war auch ein bisschen erschöpft nach diesen rund 10 Jahren in China. Er hat eine Stelle angenommen bei der Neuen Zürcher Zeitung. Er hat sich mehr dem Schreiben zugewendet. Die Fotografie tritt etwas in den Hintergrund. Walter Bossart bleibt auch schreibend ein angesehener China-Kenner. Doch in Erinnerung bleibt er als Fotoreporter. Seine Arbeiten gelten als wichtiges Zeugnis der dramatischen Ereignisse in China vor dem Zweiten Weltkrieg.